So, natürlich habe ich jetzt auch noch nicht Malzer ausprobiert im Jungle überhaupt. Ja, dafür können Basti und ich Garen und Ari. Ich meine, ich kann ihn auch, ich weiß noch nicht genau, wie ich den leveln muss. Ding ist, du musst natürlich, wir müssen natürlich Nasus unter Druck setzen. Ne? Wenn wir den 10 Minuten farmen lassen, dann ist schon vorbei. Aber die haben die gepickt, damit haben die aber schön. Schön Early Pressure im Jungle. Okay, ich gehe mal davon aus, dass ich mit dem W anfangen muss. Was ist das W? Ja, die Beute-Dings. Achso, ja, damit die großen attacken und sich vermehren. Genau. Garen ist übrigens ein sehr schöner Pick, weil das, ich kann den Slow immer schön wegmachen. Außerdem kannst du, wenn ich jemanden ulte, kannst du den danach sofort auch ulten. Um ja, genau. Wobei ich denke, dass du den eventuell sogar schon mit deiner Ulti komplett ausgehen kannst. Die haben relativ wenig CC, ne? Die haben Nasus Slow, Lee Slow. Nein, die haben Lee Kick, das ist der Wichtige. Ja, und die haben halt Brands dann. Oh Gott, den Brand, den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Der ja, komplette war doch CC. First Pick. Ja. Also, wir haben Doppel-Silence, Charm und Dingens. Und deine Ulti, Christoph. Ja. LOL! What the fuck, ich hab schon 5 Stück! Ja, und jetzt weißt du, warum der Damage auf Monster genervt wurde. 6 fucking Voidlings! Ja, aber dann weißt du, warum der Damage auf Monstern genervt wurde, weil sonst ja, ist das no doch shit, Bullshit. Alter. Ich hab noch kein einziges bisschen Damage gezogen. Man wundert sich, warum der genervt wird. Holy fuck. Das ist ja wohl Bullshit. Ey, wo ist denn der Skill jetzt? Früher musste man mega aufpassen, wenn man Malzer gejungelt hat. Malzer Jungle braucht jetzt, glaube ich, keinen Skill mehr. Wie gesagt, was meinst du, warum die das schon so mega früh genervt haben? Ja, scheinbar. Der ist ja gerade erst draußen und die haben da schon genervt. Oh, der liegt schon bei dir? Ja. Und ich denke, der bleibt auch hier. Ja, ich kann auch kommen. Aber hier bei mir ist er auf jeden Fall nicht. Oh, der Lee ist jetzt aus dem Game. Ah, jetzt hat er die Leben wieder. Der ist auf 300 Leben. Also dem habe ich gegeben. Hey, ich hatte gerade Lags. Aber irgendwie gibt der Nasus nochmal fragen, wenn wir scheiß gutes Internet bekommen. Bitte? Der Nasus gibt hier irgendwie. Ja, natürlich. Ich wurde gegankt. Soll ich die Lane halten? Ich war so gut wie tot. Hab ein bisschen was Passive gezogen und das war's. Ja, du kannst Lane halten. Ja, so zieht mich nicht. Lee ist einfach aus unserem Dschungel gekommen. Mega früh, hat mich mega überrascht. Alter, der Lane Push mit Malzer ist ja genauso abgefuckt. Das ist ja wohl Bullshit. Lee ist immer noch top sein. Ah, jetzt weißt du, warum. Kriegst du vielleicht schon mal einen Vorgeschmack, warum der gebannt wird? Ja, erstmal abwarten. Ja, abwarten, wie der jetzt gleich überhaupt in den Dingen ist, ne? War schon ziemlich tottelig jetzt irgendwie. Die Art, mit dem zu zählen. Ist einfach so eine riesen Voidling-Armee dahin. Allerdings, wenn der erste Voidling abgelaufen ist, laufen die anderen ja auch ab, ja, ne? Genau. So eine richtig fette Armee hast du da. Boah, Christoph, jetzt ist mich aber erschreckt, ey. Ja, immer mit der Ruhe, Kleiner. Genau so kam Lee nämlich das letzte Mal auch angeradigt. Ja, nice, ist er schon wieder hier, geil. Er zieht gerade seinen Punkt, ne? Gehst du oben rum? Er ist tot. Hier war aber wieder der letzte Tick. Ja, ja. Aber egal, jetzt kannst du in Ruhe pushen. Geht halt auch nur so lange zu campen, wenn die Lane so weit rausgepusht ist. Ja, der Traum vom guten Internet ist real, ey. Was ist los? Lex oder was? Immer, aber 250 Ping die ganze Zeit. Ja, ohne geht doch nicht, Junge. Macht doch kaum Spaß ohne. Eigentlich kein echtes Game, glaube ich.
Ja, dann bräuchte man ja einfach nur Skill und nicht nur Luck auch. Also, so ein Glücksspiel, ob ich meinen Coup treffe oder nicht auf den Brand. Heftig ist ich immer noch mega den Jungle Clear, obwohl ich das wenig mal gelevelt habe. Ich glaube, ich muss da gleich einen Punkt reinpacken. Oh, ich bin 6. Und der Brand ist fast tot, hätte ich Ignite. Ich bin 6, David, wenn der auf dich drauf, richtig auf dich drauf geht. Der Name ist auch 6. Brand ist aus Lane, ne? Die kommt jetzt runter dann, denke ich. Ja, ich geh jetzt einfach weg. Na, auf 6? Auf Tower gepusht. Also ist bei 75. Soll jetzt erstmal bauen, dass ich nicht die ganze Zeit umgehe, ey. Bin mir nur noch nicht sicher, welches Hextech-Item ich holen will. Auf jeden Fall hätte ich mit Malzer niemals die Tränke bauen müssen. Ich hätte einfach dieses Trank-Item bauen können. Hätte voll gereicht. Der Brand ist entweder ziemlich bad oder keine Ahnung. Nasus ist missing. Kannst du nicht, dass der auch mal kaufen will? Er war gerade schon back. Hello, ja. Lee bei mir. What the fuck? Was, die Nasus ist missing? Der hat mich geauto, während der geultet war. Right. Alter, was Bullshit. Weißt du, du ultest den und der ist so in der Ulti drin und macht dann so ein Auto hin. So, boing. So, hä? Das Dark. Hey, Riot ist so scheiße. Allerdings, die Ulti hat keinen großen Cooldown, ne? Noch 40 Sekunden. Also, ich mach den Brand gerade ziemlich fertig. Nasus ist immer noch missing. Ist er wieder da? Zehn Sekunden bis Ulti. Ich hab noch 12. Was hast du denn geultet? Go on. Lass den noch einmal rauskommen, dann kann ich den auch ulten. Oh, der Lee ist bei dir. Oh, shit. Oh, ich hätte ja fast Bock, den zu Tower Dive nehmen, Kollegio. Meinst du, wenn ich den ulte, kannst du... Ich glaub, weiß nicht, ob das reicht. Einfach ulten. Okay, der... Okay. Heal bei mir! Du meinst, du stirbst jetzt durch den? Okay. Wusstest du nicht, dass du da bist? Ich wollte eigentlich zu euch kommen, aber der ist von hinten... Der ist ganz komisch gelaufen, aber... Leider noch keine Ulti ready. Ich bin tot. Die hat nicht mehr viele Leben, aber der hat noch Leben. Genug Leben. Okay, du hast ja praktisch nichts gemacht. Du bist ja nur weggelaufen vor denen, oder? Sehe ich das falsch? Also die hatten ja noch Full Life irgendwie. Wer? Basti? Nein, ja, die anderen beiden, die Basti gechased haben. Ich bin nur weggelaufen, aber ihr hättet einen Schritt näher kommen müssen, dann wäre ich wahrscheinlich rausgekommen. Aber. Ja, der Lee hat dich doch gekut gehabt. Das hätte doch überhaupt keinen Unterschied gemacht. Nein, der Lee hatte mich nicht gekut. Das war eine Auto-Attack, die er gemacht hat.
Ich hab den auf jeden Fall noch geslowt, aber. Das was Problem. Was denn du? Mit meinem Smite, was soll ich denn den Auto-Hit-Smite bauen? Macht doch mit meinem Smite keinen. Das stimmt. Das Problem hier war, dass wir den Dingens gedived haben. Und wir den Dingens und wir den nicht gekickt haben. Also wir haben den schön gedeiht. Wir müssen eigentlich auch mal wieder invaden und so, ne? Wir spielen die ganze Zeit eigentlich nur unsere Lanes wieder. Ja. Genau derselbe eigentlich. Bullshit, warum wir vorher nichts hingekriegt haben. 18 Sekunden auf Ulti, dann können wir meinetwegen was probieren. Ist noch 11. Wir schauen mal nach. Also Lee ist oben bei David. Ich laufe hinter den hinter David, in 5 Sekunden habe ich. Alter, kommt irgendjemand? Ja, ich bin da. Der ist tot. Lass einfach Toplane pushen. Wo wolltest du das sehen, Basti? Wo wollte ich was sehen? Ja, alles. Charm und der ist tot. Ich hab noch Ulti. Okay, das war aber ein Alibi-Charm, oder? Und Nanos hat meinen Albtraum auf sich drauf. Brand ist gesilenced. Alter, diese Lags, ne? Lass du aus. So, Nanos hat schon wieder Albtraum. So. Wenn ich Mana hätte. Was ich natürlich. Oh lol. Ja, wir müssen hier raus. Ich bin komplett oben. Wenn ich Mana gehabt hätte, wäre der Brand auch gestorben. War einfach voll gut. Ihr habt das gehört, ne? Ich bin raus. Nicht das gleich wieder, wenn ihr reingeht. Ich dachte, du bist da. Ja, hast du Ult? Ja. Ja, da kommt Garen dann durch, ne? Basti, wo bleibt dein Garen? Garen ist witzig. Ne, du sagst ja Garen. Garen. Ja, erstmal das Fragezeichen geschrieben, nachdem Lee meinte mit Miles, ne? Muss ich jetzt auch erstmal ein bisschen zurückpöbeln. Was? Nein, der hat ja gesagt, no fucking idea. Der hat ja gar nicht hart gepöbelt. Ja, Nasus läuft nicht so, ne? Okay, na, das ist auch mega der komische Pick. Ja gut, in 30 Minuten... reicht es trotzdem nicht, glaube ich. So, Level 10. Hab alles, kann in Welten kommen. Komm auch in 25 Sekunden habe ich noch. Uli, das habt ihr ja gesehen. Oh, was, ich hab Ulti. Ach lol, okay. Das ist das einfachste Level, du musst einfach nur warten, bis ich ulte. Ja, naja, hab ich nicht drin gedacht, sonst hätte ich den Schaden. Wir diven den gleich einfach. Deswegen habe ich das doch extra gesagt, ich hab Ulti. Ja, na, ich hab einfach nur falsch gedacht, sorry. Er kann nichts machen. What the fuck, wie. Ach, der Deathfire Touch. Bullshit. Ich bin oben wieder. Ich bin raus. Ja, von wegen, der kann nichts machen. Da war ich auch nicht so ganz überzeugt, was du da hattest. Ja, ich dachte, der Tower. Brand kommt hoch, ich dachte, wir machen einfach eben schnell den Tower. Runter. Dann hätte er einfach einen Scheißdeck machen können. Ich hab den ja noch halt exhausted. Macht halt viel Schaden. Ja. Lol. Sogar noch den Assist gekriegt für den Spaß. Dann mach ich noch jeden Mal Jungle. Ein bisschen nervig, diese Viecher zu skillen. Für so Teamfights bringen die mir, glaube ich, nicht so viel. Aber musstest du ja am Anfang überhaupt nicht großartig skillen, oder sehe ich das falsch? Ich hab die jetzt auf 3 hoch, weil jetzt am Anfang musste ich da nur einen Punkt reinpacken. Aber wenn ich die jetzt nicht mehr skille, dann töten die keinen Creep mehr. Und meine anderen Spells reichen nicht, um Creep zu töten. Weißt du? Das EQ reicht halt nicht, um Creep zu töten und waren wir? Ich bin nicht bei euch, Jungs. Ich würde gerne kaufen, eher 2012.
Wenn du einen Charme auf irgendwas triffst, ist es tot, Basti. Mal gucken, ob Lee die Wölfe will. Ich wette, der will die. Curse of Boots of Swiftness. Ich wusste gar nicht, dass die Slowing Effects reduce. Deswegen sind die ja so stark. Ja, weil das habe ich jetzt entdeckt. Warte noch, Basti. Aber ich meine, mit Mages sind die, glaube ich, immer noch nicht gut, aber mit AD Carries und manchen Tanks auch so. Ja, Geduld wird sich auszahlen, vertrau mir, sag ich doch. Oh. Oder auch nicht, ich bin zu früh reingegangen. Yep. Ja. Komme. Ich brauche schon gar nicht, wenn du sowas machst. Ich muss unbedingt wieder in den Jungle laufen oder ich muss mit Meister anders bauen, aber ich gehe die ganze Zeit rum, wenn ich so eine Lane pushe. Ja, man merkt ja schon ein bisschen Unterschied zwischen dem Brand und dem anderen eben. Der hier ist viel schlechter. Ich bin schlechter, hätte ich jetzt nicht. Komm, Lee. Du ass bitch. Ich kann auf den Brand ulten. Der hat sein Q viel zu früh auf. Ich war in Ultrange, ne? Du bist nur in die andere Richtung gelaufen. So. Meine Ulti hat arsch viel Range, das musst du respektieren können. Keine Ahnung, wie viel Range die Ulti hat. Wenn die Brand, wenn die Malz-Ult durch die Dings-Ult geht, ne? Das Ding ist, der erste Tick von der Malz-Ult hat den einfach gestohlen dann. Ja, wahrscheinlich. Nein, ich hab den Kill ja gekriegt, ich hätte den Kill ja sonst nicht kriegen können. Oh, jetzt sieht er mich. Dafür kriegt er einen Wayplate. Ne, der hat da richtig schön rausgeflasht. Aus meinem Charm. Ich bin noch am Tanken, so. Ich bin noch am Tanken. Komm. Die Flaschen. Nein, ohne Scheiß. Ey, war richtig lustig, wie du stehen bleibst. Und der bewegt sich einfach nicht und macht einfach sein Q. Richtig witzig. Ich hätte einfach weiterlaufen sollen. So. Nicht so schlimm. Ich habe jetzt alle fertig, jetzt geht der Spaß erst richtig los. Ist der Tower mega bitter, die letzten 25 Leben. Aber der Brand ist auf jeden Fall schlechter als der andere. Ja, merkt man volle Kanne. Der andere hat einfach allen Scheiß getroffen, Mann. Der hat alles getroffen und alles gedodged, Alter. Einfach mega der Bullshit. Und der hat dich outpaid, finde ich ziemlich witzig. Das Ding ist, ja, ich wollte ja auch unbedingt. Ich hab hinter dem hergeflasht und den Charme. Bin auf dem Weg zu dir, David, aber ich muss noch ein bisschen laufen. Oh, der Brand ist auch da. Ich bin auf dem Brand. Und Dingens. Und dann hat er richtig schön, also da hat er richtig schöne Reaktion gezeigt, hat aus dem Charme rausgeflasht und hat dann sein W auf mich getroffen. Das hat zum Glück gereicht, um mich zu töten. Ich glaube, wir hätten den. Vielleicht hätten wir den diven können, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, aber jetzt hat er auf jeden Fall wieder Full Line. Aber die Zeit macht sie das schon mal nett. Ja. Hast du die Legend zurück? Punkt. Probieren. Aber ich bin relativ low. Meine Viecher dann hier um Spaß lassen, dass ich live sie kriege. Komm, ich slow die extra. Warum nehme ich den scheiß Punkt nicht weiter ein? Damage gekriegt hat. 15 Sekunden habe ich Ulti. Meine Wave, Bitches. Oh, ich gebe ja gerne 1800 Gold. Ich hab Ulti, theoretisch. Alter, die hat fast bis zu dir Range, ne?
mega hart. Das liegt nicht. Ja. Wie schon feierlich. Die ganze Zeit nicht den richtigen, weiß jetzt, hatte ich zu viel Gold, um mir Boots zu kaufen, weil ich lieber Lust hatte. Oh, die Spinne. Okay, haben sie nur gecheckt. Das ist ein Bug hier in der Map, wo das Vieh spawnt. Einfach ulten und ist er tot. Also lustig. QE ult und der Brand ist einfach tot und der kann nichts machen dagegen. Ja, ist ja klar. Ich glaube, es geht auf den Push. Aber ja, Meister gefällt mir. Ich wollte schon immer mal so einen Jungle haben. No Flash, Lee? Ich bin noch auf dem Tower oben. Ich muss allerdings jetzt back, weil ich ziemlich gefressen hab. Der Brand ist auch. Da, so, es könnte von hinten kommen, Christoph. Ja. Ja, da ist er. Ja, der Nasus hat sogar den Kill gekriegt. Die witzig. Aber da wärst du auch ohne den Nasus verreckt, oder? Ja, auf jeden Fall. Die Brand passiv. Hätte halt gedacht, irgendwie den Damage von der Ulti habe ich noch nicht so ganz. Das Gefühl habe ich noch nicht so ganz. Das Ding ist, so, ich denke immer noch, ich sollte eigentlich die ganze Zeit Squishies ulten, die blöd. Einfach Ultis. Eigentlich Verschwendung gegen den. Ich glaube, weil die hat ja nicht so viel Cooldown oder so. Ich muss den Brand die ganze Zeit ulten, aber ich glaube, ich könnte auch einfach den Nasus ulten und würde den auch mega push machen. Weißt du? Ja. Das habe ich noch nicht so ganz raus. Hier ist gerade kein Ulti, aber ich kann ihn ewig klauen, wenn der nahe kommt. Traut sich nicht gegen dich, ne? Brand kann hochkommen. Ich will ja, dass der zu mir kommt. Ohne Tower kann er mich nicht besser. Hey, Baby. Komplett fehlpositioniert, der Junge. Ich krieg keine Kills irgendwann mal, ey. Mega der Bullshit. Ich krieg jetzt den Bot Tower, ne? Wenn ihr die da behaltet, dann. Ja, der Nase ist auch jetzt schon unter halbe Leben. Hat halt auch nicht so viel Spaß gegen mich bis jetzt. Ich komm jetzt zu dir, aber da kriegen wir jetzt nicht dauernd. Ich hab auch wieder Ulti. Also Nasus siehst du ja, was der abkriegt von mir. Ich bin allerdings ein bisschen rum. Ah, Leo und ich sind beide so tot. Fuck, jetzt schon wieder ein Slow? Musste jetzt back, ne? Weil wegen dem 1v1 gegen die. Auch. Das Problem war, dass die Bomber und das Garen. Ding ist, Nasus Slow hatte irgendwie keinen Cooldown, Alter, das war mega heftig. Also lustige ist, David kann ihn nicht kann ihn kann ich so nicht, einfach oder? Sofort klären. Bitte, David ist genauso asozial wie die eben. Ja, ja, du hast recht. Du bist auch asozial. Ich bin. Hab ich ja gesagt. Ich hab gesagt. Ich leg da keinen Finger an. Das hab ich ja nie abgestritten. Ich hab nur abgestritten, dass ich so asozial bin. Ich erinnere dich das nächste Mal dran. Ich mach das nicht. Ich mach sowas echt nicht. Das Problem
Problem ist, ich glaube, ich sollte den Nasus ulten, wenn der ultet, dann wird's richtig ist. Wir sollten es vielleicht irgendwann jetzt demnächst mal beenden mit Spinne oder so, weil ansonsten mit Nasus noch stark. Ja, das wäre doch erstmal interessant zu sehen, wie stark der werden kann. So stark, dass er dich und Basti mit 2 Hits umpusten kann. Ja, ich hab ja gleich Hourglass. Hab's schon. Ich musste erst Jungle Item halt bauen, aber 500 Gold noch. Bin auf dem Weg. Holy fuck! Die Ulti. Hätte ich vielleicht nicht mehr so gierig hinterher sollen. Jetzt hat er meinen Albtraum drauf. Yeah, und wer hat den jetzt zerstört, ihr Noob? Er hat immerhin mal meinen ersten Kill gekriegt. Ja, das ist dein erster Kill. Ja, ich bin ihr seid die ganze Zeit Top-Lane am Kämpfen und so. Ich hab ja auch bei Laning schon arsch viele Kills irgendwie gehabt. Ja, ihr beide, aber ich nie. Ja, offensichtlich. Mega witzig. Bei mir ist nie wirklich was passiert, außer als ich Tower gepusht habe. Wie witzig, ey. Ich bin Ari und das Einzige, was ich mache, ist Tower pushen. Split push, Ari, Bitches. So, ich hab jetzt auch Hourglass. Damit hätte ich das eben auf jeden Fall besser überlebt. Armer Brand. Ja, der war echt kein Spaß. Außer, dass Basti ganz schön am Failen ist, gerade der auch schon witzig. Bin auf dem Weg, Baby. 2 Sekunden auf Ulti, aber ich brauche noch ein bisschen. Oh, da will ich kommen. Ja, das ist so ein Wichsenschar, ne? Okay, das Witzige war, der hatte das ja schon geklemmt. Haben die alle Cures? Nein, aber wenn die. Wenn das, ich hab noch Ulti, ne? Ich hab grad extra dann nicht Gulded. Ja, also plötzlich mega Range, auch wenn der rausflasht oder so. Kommt das noch raus, weißt du? Ja. Wie Ulti. Der kann das doch niemals verteidigen. Ja, schon gar nicht gegen 2 Dingens. Allerdings, der hielt sich ganz schön hart, ne? Ich bin raus, muss dich sterben lassen. Oder versuchst du X-Decke, like? Ja, was soll ich denn machen? Ich will, ja, ich weiß. Hätte ich ja nicht laufen können. Kann ich auch eben noch ein paar Ding machen. Gern, wie low das noch wird. Wenn ich das ein bisschen schlau gemacht hätte, hätte ich das vielleicht sogar ziehen können. Ja. Hätte gereicht dann, glaube ich. Guck mal, 7. Ja, 600. Ja, doch, du hast recht. Ja, vielleicht hätte ich auch noch mit drauf gehen sollen. Das wären 3 Outfits gewesen von mir oder so. Also ich glaube, wenn ich einfach die Attacken nicht so gemacht hätte, sondern einfach nur Outfits, hätte das vielleicht sogar gereicht. Basti, du X-Packe? 500 Leben hat das Ding, 700. Basti, lass beide X-Packe machen. Double X-Packe. Schaffst du nicht? Du machst doch jetzt mehr Auto-Hit-Damage durch deine AP, oder nicht? Warte auf mich, Basti. Mit den Charms. Ich habe, glaube ich, dieses ganze Spiel noch nicht gesehen, wie du einen Charm getroffen hast, außer den ich geholt hatte. Schön. Ich hab's gesehen. Ich hab schon voll viele Charms getroffen, wir sind nur nie irgendwie zusammen irgendwo. Ja, fick dich doch! Scheiß Muschi, ey!